und herzlich willkommen. Mein Name ist Jerome Eckmeier, der Rock'n'Roll-Veganer aus Leos-Wiesland. Und ich zeige euch heute A, wie man vegan paniert. Hi, Lotta. Und B, das ist unser Camembert, unser Weichkäse. Und wir machen daraus heute Back-Camembert, beziehungsweise Back-Camembert. So, los geht's. Ihr braucht dazu Mehl. Dann habe ich hier eine Pflanzenmilch. Paniermehl. Und ihr seht schon, also ich bin Rechtshänder. Ich fange da an, dann ins Mehl. Dann zeige ich euch gleich, wie man das zusammenrührt. Paniermehl. Hier ist die Pfanne mit heißem Öl. Und hier kommt es dann zum Abtropfen drauf. Der Backofen ist vorgeheizt. 200 Grad Umluft. Vorgeheizt. Wir legen einmal los. Und zwar, genau, Sojamilch. Oder beziehungsweise Sojamilch. Und da geben wir jetzt einfach so ein bisschen Mehl rein. Also wichtig ist, dass die Sojamilch kalt ist, damit die Kleber des Mehls. Genau. Wir haben noch 2 Löffel Mehl mit rein. Also wichtig ist, dass ihr dann. Ich zeige euch gleich mal die Konsistenz, die das haben muss oder haben sollte. Es kann ruhig sogar noch ein bisschen fester sein als das. So, das sind, glaube ich jetzt nochmal. Es kommt natürlich auch an, wie viel ihr panieren wollt, da wir noch gleich noch ein bisschen Kohlrabi panieren werden. Habe ich hier ein bisschen mehr gemacht. Also wichtig ist, und jetzt diese Konsistenz braucht ihr. Ich zeige euch die mal. Das war früher der totale Horror in der Ausbildung. Da wurde uns beigebracht, dass man quasi so eine 8 schlägt. Kennst du das aus deiner Kochausbildung? Ja. Dass man dann stundenlang irgendwelche Sachen aufschlägt. Lotta kennt das auch. Und ich zeige euch jetzt einmal die Konsistenz. Ihr solltet diese also nicht zu fest. Also wie so ein schön lockerer Pfannkuchenteig. Und dann geben wir halt ein bisschen Pfeffer rein. Ihr wisst, für den Wumms. Dann geben wir ein bisschen Salz rein. Noch ein bisschen, heißt ja auch mehr Salz, ne? Hörner, so, oder habe ich hier ein bisschen Sojasauce. Ich mache mal ein bisschen Sojasauce rein. Bisschen Worcestershire Soße. Heißt das so oder heißt das Worcestershire Soße? Ja, ich weiß es nicht. Wir sind uns da nicht sicher, Lotta, ne? Wir machen aber, ist halt wichtig, ganz, ganz wichtig. Die ist von Sunshine, die ist vegan. Ihr müsst darauf achten, dass die vegan ist. Sonst habt ihr die irgendwie Sardellen drin. Das wollen wir natürlich nicht, weil wir rein pflanzlich kochen. Und dann noch ein bisschen Paprika edelsüß rein, damit das ein bisschen lecker schmeckt. Und dann seht ihr schon eine wunderschöne Farbe. Zwischenzeitlich habe ich die Pfanne angemacht. Ich gebe hier jetzt noch so eine Gewürzmischung, damit das nicht so langweilig schmeckt. Und wenn ihr Paniermehl habt, wenn ihr das halt ein bisschen optisch nicht machen wollt, könnt ihr da auch noch ein paar Kräuter reingeben. Bisschen Schnittlauch. So ein bisschen, dann habt ihr das ein bisschen gleich. Werdet ihr sehen. Achso, was natürlich noch fehlt, da bin ich nämlich gar nicht dran erinnert, ist ein bisschen Backpulver zu nehmen. Dann wird das nämlich richtig schön fluffig. Einfach so ein halbes Paket. Backpulver. Da hätte ich doch fast das Backpulver vergessen. So, meine Lieben, so sollte es aussehen. Panierstraße. Wie in einem Lehrfilm, sag ich. Wir sind, morgen komme ich nach Nürnberg. Und ich möchte jeden zweiten von euch mindestens da sehen. Ich weiß, es ist eine Fachmesse für Fachpublikum. Aber wenn ihr eine Visitenkarte habt, in der Regel, also 99% kommt ihr, wenn ihr Foodblogger seid oder sagt, ihr seid das, mit einer Visitenkarte kommt ihr rein. Ich habe das, weil ich ja so ein bisschen älter bin, schon 41. Wir sind in der Halle 9. Wir haben die Standnummer 351 und am 12.02., das ist der Donnerstag, um 18 Uhr, da kommt mein Kumpel,
der Johannes Stankowski. Und da machen wir dann eine Party um 18 Uhr. Ich lade euch ein, kommt alle dahin. Wir essen zusammen Käse. Jeder kriegt eine Umarmung. Und ihr könnt den Combert probieren. Wir legen los. Als erstes gehen wir den. Das ist überhaupt nicht. Das stimmt gar nicht. Schmeckt voll lecker. Geben den hier rein. Zack. Und dann hier rein. Gut, schau mal. Schön ein bisschen drüber. Alter. Und legen den dann hier rein und machen das mit dem anderen auch noch. Erstens mir. Also könnt ihr alles, was ihr habt. Alles, was ihr panieren wollt. Könnt ihr panieren. Noch ein Tipp von mir. Ich sehe das immer ganz oft bei meinen Kochkursen, dass immer viel zu wenig Öl in der Pfanne ist zum Frittieren. Braucht ihr, als seht ihr, das wird nicht ab, die Panade. So, das sind dann wieder vorbei, Lotti. Waschen wir jetzt halt die Hände. Und dann lassen wir das jetzt so 2 Minuten von jeder Seite ein bisschen, dass es ein bisschen braun wird und Farbe bekommt. Und dann drehen wir das jetzt. So, dann drehen wir das jetzt um. Ihr seht, schön goldbraun. Ich reduziere jetzt ein bisschen die Hitze. Wichtig ist halt, dass wir dich ausreichend, dass wir ausreichend Öl da drin haben. Ihr seht das schon hier. Zum Frittieren braucht man halt Öl, wenn man was panieren und anbraten will. Lotta, was war da? Lotta, das war der Knaller. Das kommt jetzt gleich alles noch für 12 Minuten, 10 bis 12 Minuten in den Backofen. Und dann sehen wir uns gleich wieder. Bis gleich. So, jetzt war der 12 Minuten im Ofen. Schaut euch das mal an und hört mal, wenn man reinsticht. Ja. Gibt so eine richtig schöne Panade. Ja. Schön mit Kräutern. Optisch sieht er toll aus. Schön weich geworden. Ich schneide ihn mal an. Riecht super lecker. Riecht wie wirklich ein Weichkäse. Fantastisch. Wie habe ich ihn hingestellt? Combert. Gebacken. Combert. Ich drehe den Eimer um. Die Lotte hat heute einen Clown gefrühstückt. Schaut euch das mal an. Besucht uns in alle 9. Stand 351. Wir freuen uns. Jeder bekommt von mir eine dicke Umarmung, wer das möchte. Und eventuell sehen wir uns. Viel Freude. Also wir anpanieren, backen, kommen und Bert. Viel Freude damit. Lotta, hallo. Wir sehen uns beim nächsten Mal, Freunde. Bis dann.